Jetzt muss aber langsam mal hier. Ja, schön Colin. Komm. Au. Komm. Wo ist denn der Colin? So, das dürfte. So, mein Territorium. So einfach lasse ich mir das nicht nehmen. Und ich glaube, wir werden jetzt noch eins machen und dann den Boss besiegen. Ich brauche nicht auch mal gerade Luft, Licht in meinem Zimmer. Ja. Oh, Colin, gib Gummi, du hast auch einen Porsche. Okay, das wird ja mal außen, einfach mal eben außen vorbei. Hat wohl nicht ganz so gut geklappt. Komm. Auf Colin. Weg. Jo, ich sehe alles. So gut ist meine Brille. Mein Gott, wie schön ist denn der? Oh Gott. Komm, Colin. Ah, nein, diese Bushaltestelle. Hier. Telefonzelle. Ja, das ist nicht so einfach. So, und tschüss. Oh, wohin? Oh Gott. Oh. Okay, sehr gut. Sehr gut. So, und jetzt will die. Ich hab satt, dir immer nur zuzusehen. Wurde echt Zeit für ein Rennen. Du willst campen? Dann hol's dir. Wenn du mich in der Stadt schlägst, trete ich im Canyon gegen dich an. Jo. Aber wir machen doch noch mal eben die Radarfalle hier. Danach nehmen wir uns Angie vor. Dann haben wir schon 2 von 4, also die Hälfte hätten wir dann schon geschafft. Yeah. Das ist sehr schön. Jetzt aber nicht mehr wahrscheinlich. Was sind sie? Ja, sehr gut. Die nehmen die nämlich dann immer ziemlich eng und dann einfach ein bisschen weiter nach außen fahren und dann. Och Gott, was war das denn jetzt? Oh mein Gott, der räumt ein. Oh ne.
Ja, mein Gott, was ist das denn jetzt? Colin. Komm. Ach du Heilige. Ja, okay, Glück gehabt. Boah, das war gerade richtig Glück. Ach nö. Weg. Ja, ja. So. So. Jetzt muss ich mir nochmal eben entkommen. Scheiße, ich glaube. Okay, Roger, 4 Delta 21. So. Wir wurden alle Einheiten für euch frei. Sind unterwegs zu euch. Mein Wagen lässt mich im Stich. Ach, hier rein. Und warten. Das Fahrzeug wurde zuletzt gemeldet in Fahrtrichtung Süden. Umliegendes Gebiet wird abgesperrt. Einsatz ist weiterhin Code 6. Charlie 15. 1073 südöstlich von letzter 20 des Verdächtigen aufgebaut. Okay. Ach, geh jetzt weg. Okay, ne, warte. Wir müssen noch einmal tunen, bevor wir dann endgültig gegen Angie antreten. Boah, sogar das Randpaket. Richtig gut. Getriebe. Profi-Paket. Und sonst nichts. Weltkarte. Bossrennen. Und fahr. So. Oh, schaurige Musik. Und jetzt nicht mehr. War ein bisschen zu weit. Du hättest nicht kommen sollen. Bin ich aber. Immer die Leute über dich dachten, jetzt werden sie sich selbst davon überzeugen können. Und drück mal hier rein. Ja, und die fährt die scheiß Abkürzung. So, das meine ich. Dieses Handling ist wunderbar. Ach Mist. Boah. Ich hatte eine irrsinnige Beschleunigung. Die ich quasi durch mein Handling wieder wettmachen muss. Müsste eigentlich. Weil das Handling von ihr dürfte im Normalfall nicht toll sein. Aber da hat sich die EA bestimmt wieder was einfallen lassen, aber egal. Im Moment führen wir. Das ist alles. Und Spaß am Spielen sollte man auch haben, dann ist alles okay. Auf jeden Fall nicht so schwer. Den haben wir ja eigentlich locker abgehängt. Aber das war, glaube ich, auch eher wieder so ein Bug, den
Nitro Speed da hatte. So, ja, und ich fahre in diese irrsinnige Abkürzung. Ah, die Kurve habe ich jetzt ein bisschen falsch genommen, hab davor die. Ich glaube, die Angie, die war schon ein bisschen hartnäckiger im Canyon-Rennen. Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Was natürlich nicht sein muss. Oh oh, nein, 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 nein. Oh oh. Adrenalin pur hier gerade. Oh oh. Scheiße. Jawohl. Das dürfte es gewesen sein. Jawohl. Motorstufe 2 Profi. Na toll. Jetzt noch der Canyon. So, wir müssen mal hier dranbleiben. Dann ist alles gut. Oh, tut's halt auf cool. Ja, wenn wir noch sehen, was du davon hast. So, und hier sieht man die Beschleunigung. Und ihr Handling, die ist nämlich stets und ständig am Bremsen. Während ich einfach... Ach ne, hier gibt's kein Nitro, ne? Komm, 3. So. Das war's. Tja, schon hat sie verloren. Mein Gott. Ist sie schlecht. Jawohl. So, mal gucken, was sich hier hinter verbirgt. Mein Gott, immer diese... Yeah, Fahrzeugschein. Wunderbar. Oh, Moment, mein Ohr. Hey, ich habe das Rennen gegen Angie gesehen. Du bist echt ein Zauberer hinter dem Lenkrad. Nikki hat mir deine Nummer gegeben und gesagt, du suchst eventuell nach Leuten für deine Crew. So, dann fahren wir mal eben hin. Jetzt kommen sie auf einmal alle angekrochen, wenn ich einen Ruf gewinne. Hoppalala. Ich weiß noch nicht, wo das Navi mit mir hin will, aber egal. So, jetzt links oder wie?
Mein Mond, wo wollte der mich denn treffen? Ja, schon da. Da hängt der. Wow, wow, wow. Schön, dich hier zu sehen. Hör zu. Ich weiß, du willst deinen Ruf aufpolieren, aber dann bist du auf Hilfe angewiesen. Erinnerst du dich an das Rennen, als du verschwunden bist? Da ist irgendwas faul gewesen. Ich war auch da. Ich war an der Ziellinie, um mir alles anzusehen. Da wurde viel über dich geredet. Und überall war Polizei. Plötzlich war die Straße geräumt. Er lässt dich fahren und bleibt einfach stehen. Das Ding ist, der Typ am Steuer hat eine Marke am Gürtel. War doch klar, die Cops hatten einen Plan und du warst der Dumme. So sieht das aus, mein Freund. Weißt du, ich kann mich auf mein Gespür verlassen. Ich würde sie am liebsten ablocken. Und ich nehm's mit jedem auf. Yeah. Rekrutieren. Entlassen. Tschüss, Neville. So, rekrutieren. So ist es eigentlich am besten. So. So, mal gucken, was wir jetzt machen. Zum Unterschlupf. Ach Gott. Killerstuhl. Profi. Okay. So, haben wir doch mal direkt einen schicken Motor drin, ne? So, und hier sieht man jetzt den Unterschied. Wobei ich sagen muss, dass ich den hier deutlich besser finde. Allerdings werde ich jetzt mal eben zum Autohändler springen. Ach, so war das jetzt nicht gemeint. Ah, ich komme ja nur, wenn ich in der freien Fahrt bin. Also über die Weltkarte zum Autohändler. Ach, oder muss ich erst Neues freischalten? Normal nicht. Zwei. Ford Mustang. Charger, das ist so ein geiles Auto. Okay, Stufe 3 gibt es noch nicht. Den kann ich jetzt mal eben autoskriptieren. Das machen wir jetzt mal eben noch. So. Autosculpt. So. Die sind nämlich immer richtig geil, die Teile. Und hier nochmal. Kann man nochmal super sehen, was das Autoscope alles bewirkt. Ne, das sieht scheiße aus. Jetzt kann man hier noch so raus, beziehungsweise, also rein, beziehungsweise raus. Nochmal so versetzen. Jetzt die Reifen noch ein wenig dicker machen. Machen wir das doch einfach mal. Ja, da habe ich doch jetzt eigentlich. Ja. GeForce Slipstream oder Classic.
Hier gibt es ja nicht so viel Auswahl. Jetzt werden wir mal gucken, wie der Wagen wirklich gut aussehen kann. Kitzeln wir noch einfach mal alles heraus. So. Die habe ich ja gerade gemacht. So. Dual Stage, war das die? Ne. So, und jetzt pass auf. Das sieht doch mal heftig aus, oder? Ich meine, einen neuen Look bekommt das Auto natürlich auch noch. Also, ich muss jetzt mal gerade. Doch, Spoiler. Ne, hier kommt keiner drauf. Ach, hol doch mal den drauf. Und ich weiß, ich habe nicht wirklich einen Sinn fürs schöne Tuning, aber solange es mir gefällt. So, Auspuff blenden. Oh, haben die schon was drauf? Chop, chop. Jetzt kann ich das Ding noch windschnittiger machen. Machen wir das doch mal. Optik. Lack. Schwarz. Vinyls. Boss. Die Schicht kommt weg. Wiedersehen. Schicht hinzufügen. 2. So, Bonus. Bei mir sehen nämlich die Karren eigentlich immer genau so aus. Obwohl, nee, der sieht so nicht aus. 1, 2. Ich hätte gerne Karosserie. Ah, genau. Ach, Mann. Die sehen am geilsten aus. Dann schalte ich die jetzt irgendwann frei. Lasse ich den erstmal schwarz. Das kostet jetzt ein bisschen Geld, aber auch nur ein bisschen. So. Aber das war noch nicht alles, was wir hätten machen können. Straßenpaket. Warte. Hier kann noch was rein. Wollen wir den doch einfach mal aufs Äußerste tunen. So. Das Rennpaket, Straßenpaket, Straßenpaket, Serie. Hier nochmal wenig Geld investiert. So, jetzt ist die Frage. Ne, ich glaube, ich mache kein Rennen mehr. Und sage an der Stelle mal bis zum nächsten Mal bei Need for Speed Carbon.